Wir haben so hart gerockt, dass ein Engel vom Himmel gefallen ist. Ganz genau deswegen bin ich in der Band. Phoebe, ich hab dir doch gestern schon gesagt, du sollst uns nicht stören. Und wieso trägst du sowas? Um's dir zu zeigen. Hi, Jungs. Ich hoffe, ich bin kein Partyschreck. Coole Gitarre, aber ist mir doch egal. Danke. Sie ist mein Ein und Alles. Die lag unter Nachtröcken für Omas auf einem Flohmarkt. Oh, ich häng fest in deiner Nachtrockgitarre. Ich meine, das ist mir doch voll egal. Sie killt unsere Musik. Phoebe, verschwinde jetzt. Ich entscheide selbst, wann ich verschwinde. Dreh mich zur Treppe hin. Und die Narbe habe ich beim Stage-Diven vom Minivan meiner Mom gekriegt. Ist doch nichts. Diese Narbe hier habe ich von einem Motocross-Unfall. Die sieht nur aus wie ein Moskitostich, der sich entzündet hat, weil ich zu viel kratze. Übergalaktisch. Ich glaube, es war kein Unfall, dass du dich in der Gitarre verfangen hast, Phoebe. Meine Gitarre hat dich ausgesucht. Nein, Oyster, ich hab dich ausgesucht für die Band. Maxford & Sons. Phoebe, bitte hör auf, Oyster von seinem lebenslangen Traum abzulenken. Der Band, die wir gestern in Sport gegründet haben. Ja, Mann! Wir haben das mit Schweiß besiegelt, während Gideon den Liegestütz versucht hat. Muskeln sind für Aufschneider. Es geht nicht, dass ein Bandkollege mit meiner Schwester ausgeht. Bleibst du bei uns oder bei Phoebe? Du weißt doch, meine Gitarre ist mein Ein und Alles. Eine wirklich kluge Entscheidung. Gehen wir proben. Du hast nicht zugehört, Broseph. Meine Gitarre will Phoebe. Und ich auch. Was? Er hat gesagt, weiß seine... Weiß ich selbst. Hey, da seid ihr ja. Hiddenwills allerniedlichstes Pärchen. Hey, mir tut's echt leid, dass ich euer Date unterbrochen hab. Er verhält sich nett. Wir sollten fliehen, bevor uns was an den Kopf fliegt. Nein, Phoebe, ich meine das echt ernst, okay? Ich habe sogar ein Geschenk für dich. Dank dem zeigst du dich Oyster gleich als ultimatives Rocker-Girl. Chainsaw! Dieser Kerl verpasst euch gleich Pärchen Irokesenschnitte. Das ist echt mal die romantischste Idee aller Zeiten. Ja, Max, wie kann ich dir nur danken? Indem du anfängst. Phoebe, sei nicht nervös. Patty und ich bleiben die ganze Zeit hier. Wie beruhigend. Nur Mut, Phoebe. Chainsaws Zeit ist kostbar. Er muss danach gleich zurück ins Gefängnis. Ich schneide den Mitinsassen gratis die Haare. Ich bin zu liebenswürdig. Max, seit wann kennst du den? Seit heute. Dankeschön, Internet. Leg los, Chainsaw. Ab die Wolle. My baby. Phoebe, bitte. Du bist so tough drauf, du schaffst das. Nein, Oyster, ich schaff das gar nicht, weil ich bin nicht so böse drauf. Was soll das denn bedeuten? Ich bin super brav. Ich liebe Schafe und finde Metalldetektoren cool. Damit habe ich den Ohrring gefunden. Tut mir leid, aber ich denke ehrlich, wir passen nicht zusammen. Das habe ich keineswegs kommen sehen. So, was heißt Ironie? Okay, Billy und Nora sind sicher im Wohnwagen. Finden wir raus, was wir verändert haben. Sieh dir die Schule an. Hier sieht's furchtbar aus. Dem bösen Max hat's gefallen. Hey, ihr Noobs! Rückt euer Essensgeld raus und euch wird nichts passieren. Sie lügt. Wir werden euch sowieso in die nächste Woche prügeln. Gideon? Cherry? Ich bin's, Phoebe. Du bist uns ganz neu. Ja, gib mir dein Essensgeld. Und deine Nummer. Tut mir leid.
mir leid. Er ist furchtbar niedlich, wenn er tough ist. Ist das niedlich für dich? Oh. Bisschen. Werwolfsrudel! Wir müssen los. Noch seid ihr gut davongekommen, Loser. Ah. Sie könnte doch auch dir wehtun. Hey, Bradford. Man nennt mich Bad Ted. Was wollt ihr? Wir wollen wissen, was mit Hiddenville passiert ist. Ja, hat Heinrich Hiddenville der Dritte als Bürgermeister die Stadt nicht super gemacht? Heinrich Hiddenville der Dritte? Du meinst King Heini, der Gangsterboss? Er ist Gangsterboss und nennt sich King Heini? Die bekannte Geschichte von King Heini. Vier Superhelden griffen ihn an. Er verpasste seinen Tanzwettbewerb. Und sein Hass auf Superhelden führte ihn in ein Leben voller Verbrechen. Klingt vertraut. Heinrich wurde zu einem mächtigen Gangsterboss und übernahm Hiddenville. Er verbannte alle Superhelden und Bären. Er ist ein echt wütender Heini. Warum ist die Stadt voll von Kriminellen? Das stimmt. Mich eingeschlossen. Oh, mein Geld! Jetzt gehört's mir! Deswegen waren Mom und Dad nicht in unserem Haus. Sie sind nie hergezogen. Das ist alles unsere Schuld. Wir wollten nur, dass Mom und Dad uns nicht mit der Story nerven. Wir müssen doch mal zurück und uns abhalten, Heinrich zu verletzen. Phoebe, das dürfen wir nicht. Wenn wir uns in der Vergangenheit sehen, könnte das Universum in sich zusammenfallen. Guck mal einen Film, du Bücherwurm. Okay, dann reisen wir später an diesen Tag und sprechen mit King Heini. Dieser Name ist irrewitzig. Wenn wir ihm helfen, den Tanzwettbewerb zu gewinnen, hast du keine Superhelden und alles wird wieder normal. Hey, Heinrich, wir können dir mit unseren Kräften helfen, den Wettbewerb zu gewinnen. Ich kann deine Partnerin sein. Kannst du denn tanzen? Ob ich weiß, wie man tanzt. Ich werde nicht grundlos Crazy Legs Thunderman genannt. Cha-c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 ha. Oder wie wär's damit? Tut-tut-hut-gut. Zur Krönung der extra Portion Phoebe-Funkeln. Das letzte Paar wird schwer zu schlagen sein. Wir sollten ins Boogie-Boot springen. Mach die Leinen los, Heini. Max, versuch mitzukommen. Bewegungen sind so neu und interessant. Das hasse ich. Ihr verliert die Gewinn. Wir sind wieder da. Ein LKW hat mich erwischt. Haben wir gewonnen? Nein, verloren. Heißt das, wir müssen zurück nach Gangsterville? Ich musste das meinen Haaren umsonst antun? Heinrich wird am Boden zerstört sein. Dieser Abend ist richtig super. Oder überglücklich. Danke, Leute. Alle machten unseren Tanz. Jetzt tanzen Sie alle den Heinrich. Heinrich, dieser neue Tanz ist klasse. Du solltest Klassensprecher werden. Meine Stimme hättest du. Augenblick hat sie mit meinem Tanzpartner geflirtet, als wäre ich nicht da. Phoebe, lass gut sein. Die Zukunft ist gerettet. Ab nach Hause. Oh. Wartet, bevor ihr geht, wäre es toll, wenn wir noch ein Erinnerungsfoto machen könnten. Macht's gut. Bis dann. Hey, siehst gut aus, Max. Machst du bei einer Deppenparade mit? Was ist mit dir? Machst du mit bei deiner Deppenparade? Hey, Max, soll ich dich zur Couchstraße fahren? Du meinst zur Arbeit? Mir ist bewusst, was ich sagte. Auf ins Auto! Phoebe, hast du meine Krawatte gesehen? Ja, da drüben liegt sie. Mom sagt, sie hat ein Geschenk dran gemacht. Fancy. Mm. Ich bin der Bestangezogene in meinem neuen Job. Ich meine, gewöhnlichen Job. Hast du mir zugezwinkert? Oh, das wird zum Problem. Es war ein Bett und ganz einfach ist es dieses Ding. Wow, das ist die Zukunft. Ich nehme eins. Super, fahren Sie den Wagen vor und wir erledigen das. Max! Sorry, ich gehe wieder an die Tür. Nein, 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 nein! Ich bin beeindruckt. Oh. Du wirst zum Verkaufs-Azubi befördert. Ist das ein Code für den bösen Deputy? Nenn dich doch, wie du willst, wenn du weiter Geld einnimmst, das ich unter mein Kopfkissen stecken kann. Das war ein Tag heute, Colosso.
3 Matratzen verkauft und Evilman $30 Stromkosten gespart. Hörst du dich reden? Evilman bringt dir rein gar nichts darüber bei, wie man böse ist. Natürlich tut er das. Das gehört alles zu seinem Masterplan. Stück für Stück formt er mich zu einem der nächsten großen Superschurken. Er formt dich eher zum nächsten Wochenendmanager. Guck mal in den Spiegel. Heiliger Vorstadt, Verkaufsvollpfosten. Was ist mit mir passiert? Meine Frisur hat einen Scheitel und trage ich das Handy am Gürtel? Ich gehe sofort zum Matratzengeschäft und kündige. Das ist mein Max. Jetzt sieh zu, dass du das Handy am Gürtel los wirst. Schon geschehen. Hör auf damit! Hey, Evilman! Schließen Sie jetzt mal Ihre Tür. Meine Tür. Meine Couchtratze. Moment. Was macht ihr alle hier? Unser Freund Evilman wurde wieder aktiv, um mit uns deine Schwester zu testen. Das heißt, Sie haben der Liga der Helden geholfen? Ja, die haben mir tonnenweise Schrankbetten abgekauft. Und mir ein Angelboot spendiert. Das darf deine Mutter nicht wissen. Sie wurden zwar ein Vorstadtverkaufsvollposten, aber ich nicht. Auf Nimmerwiedersehen, wo auch immer die hinzielt. Tolle Leistung, Max. Diese Eiscreme war geplant als Überraschung für Phoebe. Ist ja irre, die haben all meine Lieblingssorten und Toppings. Oder auch nicht. Es leben das Böse! Es leben die Streusel! Trägt er sein Handy am Gürtel? Ja, das ist schon komisch. Hey, ich bin Phoebe Thunderman und ich habe einen Zwillingsbruder. Es ist unmöglich, dass jemand Cherry für dich hält. Hey, Phoebe. Ich sag's doch. Max, du darfst dir was wünschen. Ach, jetzt gibt's 2 davon. Hi, ich bin Max Thunderman. Du siehst aus, als würdest du einen Furz zurückhalten. Und du bist wohl Phoebe. Das bin ich, Phoebe to the B. Oder Phoebs oder Königin Phoebe. Nur Phoebe recht völlig. Mein Name ist Detail, weil ich so genau bin. Und weil ich einen Hundeschwanz habe. Oh. Nein, du darfst ihn nicht ansehen. Ich habe nicht gefragt. Jeder fragt danach. Dann lachen sie, dann lasse ich sie durchfallen und dann lache ich. Also sind Sie von der Seaforce? Ich sollte es sein. Ich habe es vor 10 Jahren versucht, aber mein Schwanz verfing sich in einer Rolltreppe. Sie nannten mich danach Mr. Dilettantschwanz. Ihr werdet ihn nicht sehen, hört auf zu fragen. Das heißt, die Seaforce verzichtet sogar auf einen mächtigen Mann mit einem Schwanz. Warum denkt ihr dann, dass ihr qualifiziert seid? Wenn Sie erst sehen, was wir drauf haben, bin ich sicher, Sie werden beeindruckt sein. Das bezweifle ich. In diesem Interview möchte ich das rausfinden, was sonst keinem anderen Menschen über euch bekannt ist. Keiner? Nicht mal eine beste Freundin? Nein. Oh. Was war das? Doch sehr bitten, ich habe einen Kunden. Oh. Das ist die, von der ich dir erzählt habe, Teddy. Was mache ich denn nur? Es ist unmöglich, dass Cherry dieses Interview ohne mich meistert. Lass mich raten. Du willst mich bitten, dass ich dich so style wie Cherry, damit du dein eigenes Interview unterwandern kannst. Wie geht's euch so, Thunderpeeps? Ich bin's, Phoebes beste Freundin, Cherry. Und die Katastrophe geht weiter. Das ist sinnlos. Wir müssen Detail die Wahrheit sagen und dann schnell weg von hier. Mann, ich hasse es, das zuzugeben, aber ich wünschte, Phoebe wäre hier. Au! 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 Phoebe, du bist hier! Au! Ja, ich bin nicht so begeistert, dich zu sehen. Oh, wirklich? Aber
aber ich wünschte, Phoebe wäre hier. Gehört, aufgenommen und schon ein Klingelton. Erledigen wir das hier. Es wird einfach, wenn Detail nicht dabei ist. Ihr könnt es allen erzählen. Detail hat euch gerettet. Oh. Ihr seid noch nicht fertig? Ich habe gerade meiner Mama erzählt, ich hätte es geschafft. Wir müssen die Regulatoren noch mal regulieren. Die werden das niemals schaffen, wenn er dabei zusieht. Dann sage ich dir, er wird nicht dabei zusehen. Hey, Mr. Schwanz, wie wär's, wenn Sie mich ein Foto davon machen lassen, wie Sie das mit der Kernschmelze hinkriegen für die Z-Force? Oh, guter Gedanke. Das wäre der Beweis für meine Heldentat. Das ist wirklich hell! Okay, schnell, du bläst Frostatem auf den Kern und ich erhitze diesen hier. Los! Weiter so, lassen Sie den Helden raus! Ich liebe es! Oh. Ja, wir haben es geschafft! Ja, versteck dich! Okay. So, das reicht jetzt. Augenblick, du hast es geschafft. Leb wohl, Mr. Dilettantschwanz. Heißt das, dass wir eine Runde weiterkommen? Ja, und ihr beide lasst mich gut aussehen dabei. Ich kann's nicht erwarten, es der Z-Force zu sagen. Ich schlage euch für die Endrunde vor. Und als Belohnung zeige ich euch, worum ihr gebeten habt. Ihr könnt meinen Schwanz wackeln sehen. Ist es verrückt, wenn ich auch einen Schwanz will? Ruhe, Max. Das ist bloß unsere Pizza. Ich hol meine Menschenverkleidung. Mach einfach die Tür auf. Halloween ist der einzige Tag im Jahr, an dem du dein wahres Monster echt zeigen kannst. Für einen der Feuerwehrautos jagt, war das gar nicht so blöd. Schon bald werde ich's erwischen. Hey, wird schon schief gehen. Hi. Danke für die Pizza. Ich esse sie gleich genüsslich in meinem Halloween-Kostüm. Ich bin keine echte Hexe. Bis dann. Wow, es hat funktioniert. Hey, wir sollten zur Splatburger Halloween Party als wir selbst gehen. Grandiose Idee. Niemand weiß dort, dass wir wirklich Monster sind. Und wenn sie es rausfinden, fressen wir sie einfach. Ihr fresst dort niemanden, weil ihr nicht hingehen dürft. Cosette! Wir wissen, dass es schwer für euch ist, seit uns die Liga der Monster nach Humanville versetzt hat. Aber wir müssen vorsichtig sein. Niemand geht raus ohne seine Verkleidung. Oh, kommt schon. Wir versprechen, dass keiner unser Familiengeheimnis entdeckt. Ja, oder Nora als Toilettenpapier benutzt. Tut mir leid, aber du kennst ja Chloe und ihren kleinen Zombie-Appetit. Klein? Sie hat die Hirne der halben Hamilton-Besetzung gefressen. Hirne. Organisieren wir doch einen Babysitter. Das könnte gehen, aber dann sollten wir jemanden finden, der gar kein Hirn besitzt. Danke, dass Sie an mich gedacht haben. Chloe und ich werden ja so viel Spaß haben. Wie könnt ihr mich nur zu Hause lassen, ihr Monster? Du erinnerst dich doch an die Regeln, oder? Um den Sitz nicht zu bespritzen, musst du stets beim Pinkeln sitzen. In Bezug aufs Aufpassen auf Chloe. Oh, ja. Gerät mir Chloe aus der Sicht, dann stimmt da etwas nicht. Ich finde das überzeugend. Los geht's. Also, Chloe, was willst du zuerst spielen? Oh, Hirnfrost. Du hast wirklich ein Hirn? Natürlich. Warum? Ich frag nur für eine Freundin. Und denkt dran, kein Heulen, keine Zaubersprüche, kein komisches Insektengedöns und keine, was auch immer Mumien tun. Lass das sein, ja? Fröhliches Halloween, ihr Loser! Warum tragen Sie kein Kostüm, Mrs. Wong? Ich habe eins. Ich bin als eine überarbeitete Restaurantbesitzerin verkleidet, die weiß, da stimmt was nicht mit eurer Familie. Ich bin keine echte Hexe. Was sie damit sagen will, ist, dass wir alle Kostüme tragen. Du siehst wie ein echtes Insekt aus. Wenn ich das wäre, könnte ich dann dem Wunsch widerstehen, in dieses Licht da zu fliegen? Dieses warme, betörende... Lasst mich ins Licht! Jede Familie hat einen durchgeknallten. Ihre Familie hat sehr viele davon. Ich beobachte euch. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Hey, keine Sorge, wir verhalten uns ganz natürlich und alles wird gut. Ich finde auch, dass... Geh runter da! Los! Wong hat das gesehen.
gesehen. Ein weiterer Fauxpas und wir gehen alle nach Hause. Und du gehst in deinen Zwinger. Au! Entschuldige dich, Brokkoli-Gesicht. Was fällt dir ein? Idiotus Brokkolitis. Ich hatte recht. Hat jemand Brokkoli bestellt? Ihr Verrückten seid echte Monster. Schnappt sie euch! Woher habt ihr denn sowas? Vom dänischen Mistkabellager. Was sollen wir tun? Wir gewinnen sie für uns durch den Tanz. Die Menschen lieben es, wenn Monster tanzen. Mal kreuzweise mit euren funky Moves. Auf sie! Oh nein, wir sind am Ende! Lasst meine Familie in Ruhe! Chloe? Geht mir aus dem Weg, Halloweenies! Ich hab keine Angst vor einem Mini-Monster. Was willst du denn schon tun? Dein Hirn fressen, Baby! Ah! Das müssen wir wieder umziehen.